So, ich melde mich mal wieder nach einer sehr langen Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht. Ich habe nicht was ganz Tolles gefunden. Und zwar habe ich hier das Creative Fatality Pro Series H800, also HS800 Gaming Headset. Und ja, das Tolle bei dem ist, es ist noch original versiegelt, sprich wurde noch nie geöffnet. Und ja, ich werde es einfach mit euch zusammen mal auspacken. Ich habe schon mal versucht, diesen Aufkleber hier abzukratzen. Ich weiß nicht, was dieser Aufkleber für einen Sinn hatte. Aber dann habe ich es einfach doch gelassen, weil es macht das Ganze nur noch schlimmer. Aber was rede ich einfach von einem Aufkleber? Der Karton wird ja dann eher entsorgt. So, nehme ich mal mein Unboxing-Messer. Ein Siegel. Und der zweite Siegel. Und damit ist es offiziell zum ersten Mal angebrochen. So, jetzt muss ich gucken, wie man es aufkriegt. Oh, das geht da wirklich simpel. Jetzt muss man es bestimmt einfach rausziehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ach doch, es kommt eigentlich schon raus. Und ihr seid jetzt auch mit dabei. Es wird wirklich zum ersten Mal ausgepackt. Und diese Headsets, die gibt es ja schon seit ungefähr 2006. Ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Ja, was ist alles mit dabei? Ein bisschen Werbung für das Spiel Age of Conan. Oh Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Das war wohl so eins der Spiele aus der Zeit, was wohl sehr gut gewesen sein muss. Ich würde es. Alter. Okay, dann gibt es ja noch so einen schönen. Ein schönes. Ja, so einen schönen Beutel. Mit Creative Logo drauf. Und ich möchte nochmal mit anmerken, dieses Video enthält nicht bezahlte Werbung. Also das ist alles selbst, selbst gekauft und ja. Möchte ich nur mal anmerken. Das werde ich aber auch hier oben aber auch dann zu stehen haben. Nicht, dass der, wie der heißt, du machst ja unerlaubtes Product Placement. So ein Blödsinn. Naja. Bisschen Klopapier. Ich würde mal sagen, reiß auf wie ein Westpaket. Hier ist schon mal das Headset. Hier ist die kleine Kontrolle. Und das fühlt sich so geil an. Das könnte ich nicht vorstellen. Ich meine, normalerweise gibt es eigentlich nur noch Gebrauch zu kaufen, aber das ist mal eben noch neu, also noch original verpackt. Das fühlt sich so geil an. Das könnt ihr euch gerade gar nicht vorstellen. Ich mache nur mir kurz das Kabel hier frei, damit ich es hier durchfädeln kann. So. Das Kabel ist ja gut 2,50 Meter lang. Also zweieinhalb Meter lang. Dürfte auf jeden Fall locker ausreichen. Ich fädel das hier mal kurz mal durch. Hey, das ist noch richtig schön flexibel. Also das Kabel ist noch richtig jungfräulich. An sich ist alles noch ziemlich. Entschuldigung, ich bin kurz mit dem Headset gegen das Mikrofon gekommen. Alter, der Stoff ist noch richtig, ja, fast filzig, würde ich sagen. Aber eigentlich ist es schon sehr weich. Die Gelenke gehen noch schön schwer. Man merkt auch noch so gewisse Einrastpunkte.
Alter, es ist überhaupt gar nicht abgegriffen. Das ist wirklich toll. Da habe ich mir wirklich was Gutes geholt. Und zum einen, die kriegt man ja in diesem Zustand wirklich kaum bis selten. Oder würde ich sagen, kaum bis nie. Und wenn, ja, vielleicht, ja. Ich habe dafür eigentlich einen wirklich guten Fang gemacht mit 15 Euro. Da kann man eigentlich gar nicht meckern. Klangprobe kann man jetzt schwer vom Headset aus machen. Aber ich werde es auf jeden Fall gleich mal in Betrieb nehmen und mal so einen Vergleich zwischen dem Headset machen und dem, was ich jetzt gerade anhabe. Was ich schon, ja gut, ja schon zwei Jahre schon im Gebrauch habe. Und zwar sind es die hier. Ja, das sind One Audio. Das sind so recht preiswerte Studio-Kopfhörer. Aber ja, die haben auch einen sehr guten Klang mit den 50ern Lautsprechern drinne. Die haben hier nur 40, aber diese Kopfhörer merke ich schon auf dem Kopf, wenn ich die schon mehrere Stunden trage. Und als ich die damals noch hatte, also bevor ich mir jetzt hier neu gekauft habe, die habe ich überhaupt gar nicht gemerkt. Auf dem Kopf, die habe ich gar nicht gemerkt. Da habe ich mir schon gedacht, habe ich überhaupt noch was auf dem Kopf? Naja, auf jeden Fall, die sind wirklich sehr geil. Und den Preis auf jeden Fall wert. Also wenn ihr die, wenn ihr Kopfhörer sucht, die preiswert sind und einen sehr guten Klang haben, könnt ihr euch die gerne auch holen. Also und ja, die gehen dann an einen Kumpel von mir. Da hat sich einer schon bereit erklärt, die zu übernehmen. Und ja, ich werde jetzt einfach mal kurz einen Cut machen und ja, irgendwie mache ich jetzt einen Cut. Ja, dann komme ich zum Fazit. Alles klar, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe auch jetzt erstmal mein Handy rausgeholt. Da habe ich dann auch so Musik drauf, wo ich die quasi beide wunderbar testen kann. Ich fange erstmal an mit dem... ich suche schon mal ein Lied raus, dann stöpsel ich die einfach schon mal ein. Mikrofon lasse ich erstmal dran. Ne? Auf jeden Fall sehr angenehmer Tragekomfort. So. Mal gucken. Die Stimme kommt sehr gut raus, also sehr klar, sehr weich. Nicht zu schrill, aber auch nicht zu blechend. Die Bässe sind angenehm, nicht zu mächtig, aber auch nicht zu mager, würde ich jetzt mal sagen. Und die mittleren Töne, ja, es ist vom Klang her wirklich gut abgestimmt. Ich meine, eigentlich kann sich da jeder selbst sich da ein eigenes Bild machen, aber die Stimmen kommen sehr gut durch. Ich suche schon mal ein bisschen Musik raus, wo mehr Akustik zu hören ist.
So. Also im Groben Ganzen, die klingen wirklich sehr angenehm für die Ohren. Ja, ich bin echt positiv überrascht. Na, eigentlich ja nicht. Ich meine, ich kenne die ja schon. Ich habe die ja schon davor schon eine sehr lange Zeit ja schon gehabt. Haben sich ja bei mir auch, glaube ich, auch wacker geschlagen. Und ich habe nochmal durch. Ich bin nochmal durch den Kopf gegangen. Wie lange die bei mir überlebt haben. Ja, das waren schon so 8 Jahre. Ja, bis sie dann den ollen Kabelbruch hatten. Aber die waren da schon vorbeschädigt irgendwie. Ja. Ja, naja. Gibt Schlimmeres. Nun habe ich sie ja wieder. Und die lege ich erstmal hier beiseite. Nun nehme ich mir mal die anderen vor. Die Studio-Kopfhörer. Wie die dagegen so anstinken könnten. So, was ich auf jeden Fall sagen muss, da der Lautsprecher ja in den Kopfhörern ja generell ein bisschen größer ist, sind die Bässe dementsprechend auch ein bisschen kräftiger. Aber das ist auf jeden Fall immer noch so, dass es immer noch sehr erträglich ist. Vielleicht finde ich die hier einfach besser, weil ich die schon eine sehr lange Zeit ja schon genutzt habe und dementsprechend auch gewisse Erfahrungen damit auch gesammelt habe. Aber ich finde, die sind jetzt auch jetzt nicht die schlechtesten. Also, wer gerne etwas Älteres haben möchte, was sehr schlicht ist, aber trotzdem eine sehr schöne, sagen wir mal, eine sehr schöne schlichte Optik hat, so mit dem roten Akzent drinne. Den kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Bloß passt beim Gebrauchkauf auf, dass die wirklich noch in Schuss sind. Ich meine, okay, bei denen ist es so, dass hier diese Kunststoffummantelung sehr gerne nach einer Zeit spröde wird. Aber das lässt sich halt nicht verhindern. Und da müsst ihr halt noch darauf achten, dass das Kabel kein Vorbruch aufweist. Das ist auch sehr wichtig. Und das Kabel ist dann fest, also das kann man nicht abstecken. Bei den Kopfhörern kann man das Kabel hier rausstecken. Da ist auf der einen Seite ein 6,3 mm Klinkenstecker und auf der anderen Seite 3,5. Kann man dann einfach hier einstecken. Ich muss jetzt mal gucken, wo das hier ist. Dann wird das einfach hier eingesteckt. Das kann man auch wunderbar auch so als DJ auch nutzen. Dafür ist es eigentlich auch ausgelegt, dass das eine Ende dann in das Mischpult kommt, dann sagt das andere Ende dann halt in den Kopfhörer. Ja, also wer gerne sowas haben möchte, der kann das gerne nehmen. Das kann man nämlich auch schön einklappen hier so ein bisschen. Und dann dafür gibt es nämlich auch so ein Beutelchen drinne. Ich kann euch ja einfach mal von diesen Kopfhörern ja einen Link in die Beschreibung packen, wenn ihr es gerne holen wollt. Und wie gesagt, bei den Kopfhörern müsst ihr echt gucken. Das gibt es ja bei eBay so zwischen 15 und 20 Euro. Also eigentlich so zwischen 10 und 20 Euro. Ich würde dafür auch nicht mehr als 20 Euro ausgeben wollen, weil wenn nicht sogar, würde sogar 15 auch ausreichen. Macht am besten 10 und 15 Euro, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Alles, was drunter ist, müsst ihr wirklich aufpassen. Wie ist der Zustand? Wie wurde es benutzt? Ja, da müsst ihr quasi wirklich einen scharfen Blick für haben. So, Fazit. Immer noch super Kopfhörer. Ich kann sie ans Herz legen.
Nachteil, es ist fest kabelgebunden, was aber kein Abbruch ist, was da für ein Pluspunkt ist. Das Mikrofon lässt sich einfach abnehmen per 3,5 mm Klinke. Also wer das Mikrofon nicht braucht und irgendwie in meinem Fall zum Beispiel ein Studio-Mikrofon hat, kann das einfach weglassen, kann es aber auch dran lassen als Optik. Der Klang ist super, Kabel ist schön lang mit 2,5 Meter Länge, Gewicht 200 Gramm, sehr leicht. Dagegen sind die hier, ja, finde ich die jetzt so, die sind auf jeden Fall leichter. Die haben ungefähr vielleicht so 300 oder 280 Gramm. Auf jeden Fall auch sehr gute Qualität für einen recht guten Preis. So 30 Euro würde ich jetzt mal sagen. Also wo ich sie mir gekauft habe, haben sie wirklich so 30 Euro. Vielleicht sogar ein bisschen weniger gekostet, aber kann ich wirklich nicht viel meckern. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ihr könnt mir gerne eine positive Bewertung da lassen und wenn euch was nicht gefallen hat, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für offen und ehrliche Kritik natürlich auch zu haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.